Hallo Leute, ich zeige euch einmal, wie man eine Philips Seiko Kaffeemaschine komplett auseinander nimmt. Das ist die HD8841 mit diesem Umleck-Gipsschalter. Diesen auszubauen bedarf ein bisschen ein Video, habe ich mir gedacht, weil das, wenn man das nicht weiß, wie es geht, das ist ganz schön schwierig herauszufinden, was notwendig ist, damit es funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige es euch einmal. Weil jede Kaffeemaschine sollte mindestens alle 2 Jahre mal zerlegt werden, gereinigt werden. Wenn die Maschine bleibt so viel Dreck, manchen Schimmel, also das ist auf jeden Fall nicht so appetitlich, wenn man aus der Maschine jeden Tag in der Früh Kaffee trinkt. Deswegen kann ich euch nur raten, schaut euch die Videos an und macht was, wenn ihr keinen Schimmel trinken wollt. Ja gut. Das da runter, das raus, hier mit dem Finger rein, das Ganze kommt runter und da haben wir schon die erste Schraube. Ich schaue, dass ich es ein bisschen schnell mache, sonst werden die Videos meistens viel zu lang. Erste Schraube. Hier hinten haben wir dieses Stück, das haltet hier bei der Tür. Einfach hier nur anheben, das geht ja von alleine raus. Dann könnt ihr die beiden Türen entfernen. Als nächstes hier dieser Kaffee. Hier ist er. Dazu brauchen wir Kreuzschraubenzieher. Ja, da ist das Teil. Legen wir die Kaffeemaschine mal um, damit ihr mal besser was sehen könnt. Kann ich die Kaffee auch gleich rausziehen. Legen wir in eine Tasse. Können wir dafür später brauchen. Hier haben wir jetzt einiges an Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da drinnen noch eine. 7. Okay. Also beim ersten Mal, der Grund, warum ich eigentlich das Video mache, ist, weil ich eben diese Maschine bekommen habe und ich selber nicht wusste, wie ich die aufkriege, dann habe ich selbst auch in YouTube nachgeschaut. Das waren solche ähnliche Maschinen, aber keine mit diesen. Deswegen mache ich jetzt auch ein Video, weil ich habe allein für dieses Teil wahrscheinlich eine Stunde herum gebraucht, bis ich das, ohne dass ich es kaputt mache, rausbekomme. Ich denke mal, wir haben da alle raus. Das Ganze bewegt sich auch. Jetzt zeige ich euch mal dieses knifflige Ding da. Das sind 2 Schrauben. Unterschiedliche Schrauben gibt es 3. Schwarze, so graue und diese eben mit diesem abgeflachten Kopf. So. Das ist jetzt alles gut. Dann da einfach unten reingreifen, ziehen, haben wir das. Und jetzt kommt dann das Ganze rein. Da haben wir eine Schraube, die machen wir auf. Und dann geht nichts mehr. Das Ganze steht und bewegt sich nicht. Und das Knifflige in dem Ganzen ist, wenn man das Ganze nicht kennt, diese 2 Stifte sind breiter als dieser Korpus, deswegen kann man den Korpus nicht rausziehen. Dazu kann man aber die Stifte rausnehmen. Die haben da auch ein Nozzle, das heißt, man braucht sich keine Sorgen machen, wie man die da reingibt. Das ist alles richtig. Moment da. Dann den 2. Stift. Da ist der 2. Stift. Und wenn die Nasen weg sind, beide, dann bewegt sich das Ganze. Man kann es aber immer noch nicht rausnehmen. Deswegen müsst ihr da mit diesem Bewegungsding auch noch spielen. Und irgendwo kommt dann die richtige Position, wo er von alleine rauskommt. Und das war's. Das war die Schwierigkeit. Aber wenn man es nicht weiß, und dann haben wir hier 3 Schrauben unten runter. So,
der Seite ist noch eine. Nehmen wir mal die. Dann geht der raus. Und jetzt sollte eigentlich das Ganze rausrufen. Ah, das nicht vergessen, das hängt ja auch. Machen wir es. Jetzt ganz vorsichtig haltet das Display nach unten. So. Hier haben wir den Sensor für den Wassertank, den rausnehmen und den Wasserschlauch. Und dann habt ihr mal das obere Teil weg. Und dann sieht man natürlich jetzt die. Man kann nicht wirklich viel noch anfangen. Man kann ein bisschen ein Display machen und da kann man ein bisschen was reinigen. Aber somit ist es noch nicht getan. So, suchen wir einfach die Schrauben raus, die noch zum rausgenommen können, damit die ganze Einheit aus der Dose rauskommt. Da haben wir eine. Auf dieser Seite, also die Tür geht ganz leicht auf. Nicht vergessen, die Tür wieder reinzutun, bevor ihr den Deckel reingeht. Dann haben wir hier eine, zwei, drei, vier Schrauben. Wenn ihr die aufmacht, kommt dann das Ganze raus. Also eins. Hier nehmen wir das Glas mal runter, weil das bricht sehr gern. Das da auch raus. So, und jetzt greifen wir einfach da unten rein und müsste eigentlich rauskommen. Voilà. Die ist natürlich schon gereinigt, also die habe ich schon fertig. Die Dichtungen sind auch fertig. Ich wollte euch nur zeigen, wie das Ganze aufgeht, damit ihr euch leichter tut, wenn ihr zum Beispiel die Dichtungen da wechseln wollt oder die Düse ein bisschen putzen. Aber das muss nicht, bei der Maschine ist es gut, man muss nicht die komplett so auseinandernehmen. Man braucht nur diesen Deckel aufmachen, das sind zwei Schrauben, dann kann man sich die Düse rausnehmen. Und auf dieser Seite sieht man halt, man kommt überall schon dazu, zum Ganzen. Um den Zutz rauszunehmen, müsst ihr nur noch mehr den Stecker da raus tun, diese Schraube da aufmachen und dann könnt ihr das Ganze ausnehmen. Ich denke mal, ich könnte es euch mal zeigen auch, weil der war so dreckig. Also den müsst ihr auf jeden Fall. Alles andere ist wie bei jeder anderen Maschine, also wie man Pumpe zerlegt und reinigt. Gibt es genug andere Videos, wo man es sehen kann. Ja. Einfach Schraube rausnehmen und das geht raus. Das ist der Zutz, der dann vor zum Kaffee-Auslauf geht. Stecker rausziehen, das ist nämlich der Stecker, der da feststellt, ob die Klappe offen oder zu ist. Ja, und die zwei Schrauben auf. Hier aufmachen. Da ist dieser Sensor. Das ist jetzt keine so große. Da müsst ihr jetzt nicht wirklich unbedingt viel darauf achten, wie er das reingibt. Es kann ja nur in eine Richtung rein, also von dem her. Das da aufmachen. Dann kommt das da raus. Das hat so einen Stift, das haltet mit. Das kann man auch schon rausnehmen. Und da sieht man schon, was eigentlich dieses Teil macht. Das macht, oh, da bewegt das dann diesen Stift. Und dieser Zapfen geht da in das Loch rein und bewegt dann das Ganze so. Jetzt kann man auch das Ganze rausnehmen. Wenn der Zapfen frei ist, geht das Ganze auch raus. Ihr müsst jetzt nicht viel darum kümmern, wie war das. Ich zeige es euch dann. Auf jeden Fall, der Schlauch ist sehr gern sehr braun. Und hier einmal so. Und dann könnt ihr das da aufmachen. Die Kaffeemaschine ist jetzt einen Tag alt und da hat sich schon was angesammelt. Das heißt, jetzt könnt ihr euch einmal vorstellen, als ich das erste Mal aufgemacht habe, gestern, da ist sie 2,5 Jahre im Betrieb gewesen, das war dunkelstbraun. Der Schlauch, der war komplett braun. Also bitte, tut euch den Gefallen und putzt, reinigt eure Maschinen. Sonst wisst ihr nicht, was ihr für einen Dreck mitdenkt. Ja, sonst, da ist der Boiler. Es ist eigentlich alles andere ziemlich einfach und gleich wie bei den anderen Maschinen. Und für die Sachen gibt es genug Videos, also muss ich nicht auf das jetzt nicht eingehen. Zapfenloch reindrücken, das da wieder ins Loch rein. So, drin ist, da, es bewegt sich.
das wieder rein. So. So, dann kommt wieder das da drauf. Reinklicken, dass der Verdrehen das drin ist. Und dann die zwei Schrauben rein. Gell? Und einmal nur kurz testen, ob sich das eh bewegt. Der Radius, dass sich das Ganze dreht, ist nicht sehr hoch. Okay. Jetzt schauen wir, ob sich das dreht. Und es dreht sich. Und rastet ein. Und das war die ganze Geschichte. Dann wieder da rein. Und mit der Schraube fixieren. Nicht vergessen, den Stecker reinzustecken. Das ist der eigene vom Café. Ist auch ziemlich simpel, das Ganze eigentlich. So, und zu machen. So. Ich würde mal sagen, jetzt habt ihr das Wichtigste gesehen. Jetzt versuchen wir es wieder einzubauen. Ach, hier. Vorsichtig rein. Das da ist die Führung. Die Führung muss da rein. Sonst wird es nicht funktionieren. Jetzt achten wir mal drauf. So, und ist drin. Ja, die Knöpfe wieder alles einbauen, anschrauben und ist er fertig. Zu machen. So, da war das Display wieder drauf. So, jetzt können wir wieder mit dem Teil beginnen. Wichtig ist, dass, wenn man es reingibt, das fängt dann irgendwie zu bären und hinten müssen nicht rein. Das ist meistens da das Loch. Und der Stift hier für den Kaffee. Einstellen auf fein oder grob, darauf müsst ihr achten. Nicht vergessen, Wasserstand, Stecker anzustecken und den Wasserschlauch. So. Display halten und runter. Jetzt bärt schon. Jetzt ist drin auch da. Jetzt müsste ich es gleich leicht eingetippt werden. So, ist drin. Jetzt alle Schrauben wieder rein und fertig ist die Geschichte. Falsche Schraube. Da haben wir jetzt da unten drei Schrauben. Die gehen auch angeschraubt, dass die Front hält. Reindrücken.
Die erste, die zweite, die dritte. Wie viele Minuten sind wir schon? 24 Minuten. Ich glaube, das müssen wir das Video etwas beschleunigen, sonst wird das noch sehr lang dauern. Ich zeige euch am Ende das Wichtigste. Die anderen Schrauben könnt ihr euch wahrscheinlich schon selbst einbauen. Also, lasst das hinein. Dann darfst du bewegen, bis das Teil drin ist. Das ist drin. Aber jetzt die Schrauben jetzt eingebaut, oder? Na, eine fällt noch. Schieben rein. Das ganze Ding drüber. Rein. Ist schon drin fixiert. Und schrauben. Jetzt kommen diese Stifte an. Nicht so viel drauf schauen, da ist eben ein Nasen. Auf der Schraube ist auch ein Nasen, also man kann es nicht wirklich falsch einbauen. So. Sieht man, ein Teilchen ist drin. Das ist auch drin. Das sind die einzigen Schrauben, die anders sind. Funktioniert schon. Den Gummi. So. Reinschieben. Das auch. Schreiben rein. Und somit sind die wichtigsten Sachen eigentlich bei der Maschine erledigt. Alles andere könnt ihr euch auch selber machen oder sie fertigstellen. Ich gehe jetzt mal auf Pause, dann baue ich sie zusammen und melde mich wieder. So, die Maschine steht. Alles ist angeschraubt. Kaffee habe ich auch eingestellt. Schaut bitte, dass wenn die Pads dann runterfallen im Behälter, dass sie kurz vom Zerbrechen sind oder einmal in die Hälfte zusammenfallen. Das heißt, eher grob einstellen, die Einstellung vom Kaffee. Okay. So, jetzt ist sie fertig. Die Bohnen habe ich auf 4. Dann spielt euch eben mit dem Wasser, wie viel Wasser das dazu gibt, wenn er zu stark ist. Dann etwas mehr Wasser im Behälter. Die Feder, Moment. Ich habe jetzt alle möglichen, also alle Tasten eingestellt. Die ist eher schwach und viel. Die ist recht mittel und gut und die ist dann ganz stark und etwas weniger. Ich mag jetzt den. Muss mal rumdrücken. Dann fängt das Ganze an. Jetzt ist mir dafür ausgegangen. Na gut, das wird nichts. So, nächster Versuch, Kaffee ist drin. Und wenn ihr das dann alles eingestellt habt, wichtig ist auch, wenn die Creme nicht passt, falsches Glas, die sind viel zu dreckig. Wenn die Creme nicht passt, ist da bei der Brüheinheit die Feder, die habe ich auf 1,2 mm etwas verlängert. Und da ist eben dann die Creme. Besser nur aufpassen, wenn ihr die Feder zu weit auseinander dehnt, steigert sich dann der Druck so. Sehr, dass dann die Pumpe das nicht einmal zusammenbringt und dann hört dann der Kaffee auch zu laufen, wird er dann auf. Deswegen nicht vergessen. Alles mit Maß und Ziel. So. Zeige ich euch das noch, was ich meine. Hier, da ist dieses Klemmerteil. Und da ist die Feder. Wassertemperatur ist auf die niedrigste Stufe, also das muss man nicht mehr aufmachen bei diesen. Einfach nur hier drehen. Dann könnt ihr das da rausnehmen. Und da ist eben diese Feder. Moment da. Bei den älteren Modellen ist die Feder deutlich länger. Das kann man besser dehnen. Auf jeden Fall, die habe ich schon mal dehnt. Die war unter 1 cm davor. Und jetzt sind wir bei 1,15.
Also die ist 1 cm und 1,5 mm lang. Somit stimmt die Creme auch wieder. Wenn die zu kurz ist, dann gibt es fast keine Creme. Ups, nicht so, und der Geschmack verändert sich auch. Also wenn die Feder jetzt länger gezogen wird, wird der Geschmack auch stärker. Und je mehr man den Druck erhöht, umso sauberer und bitterer fängt der Kaffee zum Schmecken. Man hat zwar eine super Creme, aber dann wird der Geschmack schlechter. Also alles mit Maß und Ziel. Gut, wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, meldet euch ruhig. Dankeschön. Baba.